Herzlich willkommen, mein Name ist Regina Gay. Ich bin seit 2001 Dozentin an den Paracelsus-Schulen und möchte Ihnen jetzt das Seminar Gesprächspsychotherapie nach Carl Ramson Rogers oder auch GT genannt vorstellen. Die Gesprächspsychotherapie ist eine klientbezogene Therapiemethode, die zugleich auch als Grundhaltung für viele Therapieverfahren gelten kann. Der Mensch wird von Rogers als ursprünglich gutes, soziales und mit sich im Einklang stehendes Wesen, Individuum gesehen, das bei besten Erziehungserfahrungen wohl sehr gut weiß, welche Stärken, welche Schwächen, welche Begabungen er selbst hat und auch in der Lage ist, Ängste und Konflikte ganz allein zu bewältigen. Der Therapeut hat nun die Aufgabe, seinem Klienten den Rahmen zu schaffen, dass er selbst explorieren kann. Das heißt, dass er seine Stärken, Begabungen, auch Schwächen zulassen und erkennen kann. Das Besondere an dieser Therapiemethode ist, dass hier nicht der Therapeut die Lösung vorgibt, sondern dass es der Klient am Ende sein wird, der selbst auf seine Lösung kommen wird. Der Therapeut schafft ihm nur den wichtigen Rahmen dazu und begleitet ihn dabei. In der Ausbildung lernen Sie nun, wie Sie diese Voraussetzungen schaffen. Sie lernen, aktiv zuzuhören, zu paraphrasieren, zu verbalisieren. Das spiegeln allgemein, wie Sie mit Abwehr des Klienten umgehen, wie Sie professionell wiederholen und zusammenfassen und vieles mehr. In diesem Kurs werden Sie im ersten Drittel theoretisches Wissen vermittelt bekommen. Im zweiten Drittel erleben Sie in Selbsterfahrung die Basisvariablen nach Carl Rogers. Und im letzten Drittel werden Sie selbst einmal üben. Sie werden in Einzelsitzungen eine Gesprächspsychotherapie einmal durchführen. Die Gesprächspsychotherapie ist eigentlich eine humanistische Grundhaltung, die in jedem Bereich anwendbar ist. Ob Sie in Firmen arbeiten, ob Sie mit Menschen arbeiten, therapeutisch, oder im medizinischen Bereich, im schulischen Bereich, ganz gleich. Die Ausbildung besteht aus einem Basiskurs und einem anschließenden Aufbaukurs. Ziel dieser Therapiemethode ist es auch, dass Sie es schaffen, Ihren Klienten zu motivieren, später weiter für sich allein zu reflektieren. Dazu möchte ich Ihnen einmal eine Frage stellen. Lassen Sie sich lieber schnell einen Rat oder einen Tipp geben? Oder ist es Ihnen wichtig, dass Sie als Persönlichkeit geachtet werden, gehört und gesehen werden, so wie Sie wirklich sind? Ich bilde schon seit über 12 Jahren Gesprächspsychotherapeuten an den Paracelsus-Schulen sehr erfolgreich aus. Selbst führe ich es natürlich in meiner Praxis durch. Für mich sind das wichtige Ansätze, die eigentlich aus meiner Arbeit nicht mehr wegzudenken sind. Ich würde mich freuen, wenn ich jetzt mit meinen kleinen Ausführungen Ihr Interesse an dieser Methode wecken konnte und wir uns vielleicht zu einem meiner Seminare bei Paracelsus wiedersehen. Ich verabschiede mich für heute von Ihnen, Ihre Regina Gay.